Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in etwas dunklerem Setting und in einem ungeschminkten Setting, weil ich dieses Video ratzfatz noch schnell abdrehen möchte, bevor es zeitlich nicht mehr reicht. Es ist also schon dunkel draußen, deshalb sitze ich hier im Wohnzimmerlicht. Licht. Maler schläft schon, deshalb kann ich meinen Ringlicht auch nicht auspacken. Von daher ist es heute ein etwas qualitativ abgespecktes Video, aber ich hoffe, ihr lasst euch daran nicht beirren. Davon nicht beirren. So, es ist schon spät, es tut mir leid. Aber mir ist heute Mittag beim Spazierengehen eingefallen, dass ich noch gar kein What I Read Next Video für den September gedreht habe. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und muss ratzfatz noch nachgeholt werden. Ich stelle euch wie immer gleich vier Bücher vor und ihr dürft in den Kommentaren oder bei Instagram oder wo auch immer entscheiden, welches davon ich jetzt noch im September lesen soll. Ja, das ist irgendwie jetzt ein bisschen noch mehr Druck als sonst, weil ich nur noch einen halben Monat Zeit habe, um eure Bitte zwar quasi zu erfüllen. So, ich würde jetzt auch sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Ich habe mir auch gedacht, wir machen dieses Mal wieder eine Sonderedition. Ich habe mir vier Bücher mit farbigem Buchschnitt ausgesucht. Das heißt, dieses wird ein What I Read Next Subvoting Buchschnitt Edition. So in etwa. Der Titel wäre zwar etwas lang, aber ihr wisst, was ich meine. So, fangen wir einfach mit dem ersten an. Ich habe meinen Stapel wieder neben mir liegen. Und ganz oben drauf liegt Flesh and Fire von Jennifer L. Armentrout. Ihr wisst, dass die Blood and Ash, der Reihenauftakt, die hieß Blood and Ash, dass das mein Jahreshighlight 2021 war, unter anderem. Und dann habe ich die ganze Zeit eigentlich auf eine Freundin gewartet, damit wir zusammen Flesh and Fire lesen können. Und letztens meinte sie mir, ja, ich lese gerade den dritten Band. Und ich dachte so, wir wollten doch den zweiten zusammen lesen. Dementsprechend steht das Buch halt immer noch ungelesen bei mir. Und ich habe es in der Chest of Fandom Edition übrigens, die da so aussieht. Nur zur Info. Ja, und jetzt steht es hier und ich habe es immer noch nicht gelesen. Bin tatsächlich aber am Überlegen, ob ich es nicht einfach bei Audible hören soll, weil es A, ein super dickes Buch ist und ich da ewig dran sitze. Und B, ist der Buchrücken bei dieser Reihe so, so dünn, dass ich Angst habe, wenn ich es jetzt wirklich in Papierform lese, dass ich mir dann den Buchrücken kaputt mache. Der ist ja schon vom Stehen halbrund. Wisst ihr, was ich meine? That's first world problems, I know. Aber, ja. Ich würde euch jetzt mal kurz noch erzählen, um was es in der Reihe geht. Ich kann euch nämlich diesmal nicht den Klappentext vorlesen, weil der zu Band 1 spoilern würde. In dieser Reihe geht es um Poppy. Poppy ist die Auserwählte und das bedeutet, dass sie quasi die Auserkorene ist, das Volk zu retten. Sie muss immer verhüllt sein. Niemand darf sie eigentlich von Face to Face sehen, außer so zwei, drei Vertraute und ihre Leibwächter. Eines Tages stirbt ihr einer Leibwächter, der Jüngere, und wird durch Hawk ersetzt. Und zudem hat sie dann im Laufe des Buches eine richtig, richtig enge Beziehung, nenne ich es einfach mal. Und ja, Poppy ist halt so ein kleiner Rebell und möchte sich eigentlich dem Ganzen nicht so beugen, wie es von ihr verlangt wird. Und ja, verschwindet des Nachts manchmal auch aus dem Palast, um mit ihrer älteren Leibwache Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht dürfte. Sie gehen ins Dorf und helfen Menschen und ja, schleicht sich natürlich auch manchmal ohne ihn raus und erlebt diverse Abenteuer. Ja, das ist jetzt so grob das Ganze drumherum, wer und was Poppy ist. Aber das ganze Konstrukt ist noch so, so viel größer und mächtiger. Also Jennifer Armentrout hat da eine Riesenwelt aufgebaut. Und es geht um Intrigen, es geht um Verrat, es geht um Familiengeschichten, es geht um andere Wesen. Ja, es ist auf jeden Fall ein High-Fantasy-Roman, den man eigentlich
gelesen haben sollte. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, entweder man hasst die Reihe oder man liebt die Reihe, und so ein Mittelding gibt es einfach nicht. Aber das wäre auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, Buch Nummer 1. Das nächste Buch wäre Air Awoken von Elise Kova mit diesem wunderschönen Limited Edition erste Auflage Buchschnitt. Also das gab es tatsächlich so im stinknormalen Handel zu kaufen. Die anderen beiden sind tatsächlich auch Sondereditionen, weil deren Bücher im Normalfall keinen Buchschnitt gehabt hätten. Das ist der einzige, der von Werk aus quasi so bunt ist. Ich habe da auch dieses wunderschöne Print noch mit dabei bekommen. Und das ist auch eine Reihe, die ich super gerne anfangen wollen würde. Es ist nämlich der Reihenauftakt zur, keine Ahnung, es hat irgendwas mit Elementen zu tun. Ich weiß aber gerade nicht, wie die Reihe heißen soll. Ich kann es euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall der erste Band und würde dann zu meinen offenen Fantasy-Reihen dazu zählen, wenn ich den denn jetzt anfangen würde. Jetzt erzähle ich euch auch, um was es geht. Seit jeher fürchtet Vala Magie, bis eine einzige Nacht ihr Leben in der Bibliothek von Solaris für immer verändert. Aldric, Kronprinz und mächtigster Feuerzähmer des Reiches, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Vala sein Leben rettet, erwacht ihre Luftmagie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen. Denn Vala ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Während sie und Aldric sich immer näher kommen, muss Vala eine Entscheidung treffen. Ihre Magie annehmen oder ein für allemal aufgeben. Doch ihre Kräfte sind gefürchtet und könnten Solaris alles kosten. Buch Nummer 2. Dann ein Buch, auf das ich mich schon richtig freue, weil es so eine Art Romeo und Julia Adaption ist. Das habe ich euch, glaube ich, schon einmal in die Kamera gehalten. Welch grausame Gnade von Chloe Gong. Ich glaube, so heißt sie. In der Chest of Fandoms Edition. Habe ich gerade auch gestern gesehen, dass jetzt Band 2 auch vorbestellbar ist in dieser Edition. Wenn die dann nebeneinander im Regal stehen, ist hier, sieht man auch schon den Arm, ist ein Mann, der quasi neben ihr steht. Und ich denke, wenn die beiden im Regal stehen, sehen die nebeneinander auch richtig schön aus. Das zweite ist übrigens ganz rot mit diesem Ornament im Hintergrund. Ich glaube, es ist das gleiche, aber nagelt mich nicht drauf fest. Und ich finde auch, das ist eins der schönsten Bücher, die ich buchschnitttechnisch im Regal stehen habe. Aber das nächste, das ich euch zeige, ist eigentlich noch ein Ticken schöner. Aber es ist ja, wie ihr wisst, Geschmackssache. Ich erzähle euch jetzt mal, um was es in welch grausame Gnade überhaupt geht, damit ihr auch abstimmen könnt. Eine Blutfehde zwischen zwei Gangs färbt die Straßen von Shanghai rot und lässt die Stadt hilflos im Chaos versinken. Im Zentrum des Geschehens steht die 18-jährige Juliette Kai, die aus New York zurückgekehrt ist, um ihre Rolle als stolze Erbin der Scarlet Gang zu übernehmen. Ein Netzwerk von Kriminellen, die weit über dem Gesetz stehen. Ihre einzige Rivalen um die Macht sind die White Flowers, die die Scarlet seit Generationen bekämpfen. Jeder Schritt der White Flowers wird von Roma Montagu geplant, Juliettes erste Liebe und ihrem ersten Verrat. Doch als Gerüchte über eine Krankheit umgehen, die alle in den Wahnsinn treibt, und sich die Todesfälle häufen, müssen Juliette und Roma ihre Waffen und ihren Zorn beiseite legen und zusammenarbeiten. Denn wenn sie dieses tödliche Chaos nicht aufhalten, wird es keine Stadt mehr geben, die sie regieren können. Buch Nummer 3. Und last but not least, Buch Nummer 4, Lore. Das habe ich euch im Buch Neuzugänge-Video auch gezeigt. Das ist nämlich, glaube ich, das oder eins der aktuellst eingezogenen Bücher in meinem Bücherregal in der Witch Crown Edition. Und ich finde, das ist einfach eins der schönsten Bücher in meinem Regal, wenn nicht sogar das schönste. Sowohl vom Cover, weil ich ja auch so ein Fan von der Mythologie bin, als auch von dem Buchschnitt. Der gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ich muss immer so ein bisschen an Herkules denken. Aber ja, ist ja die gleiche Thematik. Quasi. Ich möchte euch eigentlich gar nicht so viel über das Buch drumherum erzählen. Wie gesagt, Herkules lässt grüßen und das Cover spricht eigentlich schon Bände. Aber ich erzähle euch trotzdem, was der Klappentext erzählt.
Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen auf sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete. Aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als ihre persönliche Vergeltung geht, denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben möchte, muss ihn aufhalten. Das ist das 4. Buch. Ich zeige sie euch jetzt gerne nochmal im Schnelldurchlauf, wie immer. Das wäre einmal Flesh and Fire von Jennifer L. Armentrout, Air Awoken von Elisa Kova, Welch grausame Gnade von Chloe Gong oder last but not least Lore, die Spiele haben begonnen, sie kämpft um ihr Leben von Alexandra Bracken. Das waren alle 4 Bücher. Jetzt liegt es wie immer in eurer Hand. Ich habe tatsächlich 2 Favoriten. Ich hoffe, dass einer von den beiden gewinnt. Bis jetzt bin ich richtig gut in unserem Spiel gewesen. Ich habe, glaube ich, von 8 What I Read Next Votings nur einmal gefailt. Und da hatte ich aber einen triftigen Grund. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Ich versuche mal, das Video rauszusuchen, dann verlinke ich es euch hier oben. Aber ich weiß, dass es ein triftiger Grund war. Ich halte mich nämlich an solche Spiele. Wenn ich was auch mache, dann passiert das auch in der Regel. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt von mir. Ich mache jetzt Feierabend, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.